So Leute, willkommen zurück, hier sind wir Feuerberg. Ein Todesberg, muss ich sagen. Und hier wäre eigentlich. Ja, hier wäre der Feuertempel. Aber da will ich nicht hin. Ich bin so der Fee. Boah, das war knapp. Gut. Dann bekomme ich jetzt einen Hammer mit dem Hammer. Können wir diese Dinger dort zusammenhauen? Diese Felsen. Das war ich schon. Hier rüber. Hier sind die Fee drin, glaube ich. Ja, ist täuscht. Also im Feuerwerk liegt auch eine Fee, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, das ist ein Stein. Hier liegt doch irgendwo eine Fee. Gibt es doch nicht. Wo ist die denn? Und ich weiß, dass vor dem Todesberg auch eine Fee liegt, aber hier drin muss auch eine leben. Eine sein, irgendwo. Bringt nix. Das bringt nix. Darüber? Nein. Tot. Bin ich wieder hier. Das ist besser. Das ist eh besser. Was tun wir hier raus? Das muss eigentlich gehen. Lösen. Weiter, weiter, weiter. Geht aber nicht, die sind so schwach. Moment mal. Moment mal, kann ich vielleicht mit... Kann ich vielleicht mit diesem Lied? Wo ist es denn? In der Zeit. Rechts, A, runter, rechts, A, runter. Vielleicht klappt das. Nee. Hier ist irgendwie eine Feder hinter. Ich kann diese aber nur mit einer Feuerblume kaputt machen. Eine Donnerblume. Oder mit so einem komischen Hammer. Beim Feuer-Item bekomme ich nämlich einen Hammer. Mit diesem Hammer kann ich dann... ja. Mit diesem Hammer kann ich dann... Mit diesem Hammer kann ich dann, pflanzen. Was heißt pflanzen? Kann ich dann... im Feuertempel... Kann ich diese Steine zerhauen. Müsste irgendwo dieses Ding zum Pflanzen sein. Diese Pflanze. Irgendwo hier vorne ist die Stelle. Muss so sein. Weil nur so kommen wir über den Herzteil. Nein, nein, was? Nein, was machst du denn? Na, Mann. Das mag ich gar nicht.
was anderes. Man kann diesen Ding dort anhangen, an diesem Ding dort. Es geht. Ja, da geht es die Vogelscheuche-Polka, glaube ich. Deshalb werden wir jetzt wieder hin teleportieren. Was soll ich machen? Ich glaube, ich weiß, wie das geht. A runter rechts, rechts, A unter rechts, rechts, links. Gut. Oh Leute. Ey, was denn wir geschafft haben, können wir uns hier die Feuerpeile holen. So geht das Getulla. Oder? Hast du doch gehört? Haben sie schon geholt? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zurück Richtung Vogelscheuche. Ja, wenn du sterben willst, von mir aus. So. Gut. Bayern, das musikalische Vogelscheuchen-Genie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie, an ihm mehr zu sein. Ach man, wie geht denn das, verdammt? Ah, das ist alles ausgeblutet. Aber... Sechsmal A habe ich gespielt. Ich bin... Ne. Ah, fick dich. Ich weiß nicht, wie es geht. Auf jeden Fall... Einmal muss ich das vorspielen und dann bekommt man das. Aber es ist irgendwie falsch. Wir öffnen jetzt schon mal die Tür zum Wassertempel. Aber mehr nicht. Aber mehr nicht. Mann! Warte, dann müssen wir sehr auf die Schuhe wechseln.
Warum geht das nicht? Was soll das? Wie das gespielt habe, ist doch erstmal gleich geklappt. Ich will den Schalter betätigen. Oder kann ich das doch gar nicht? Ich kann das doch gar nicht. Ah, ich muss die Feuertempo zuerst machen. Oder? Nein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nein, gut. Machen wir die Feuertempo zuerst. Ich glaube, der Schalter, wenn ich den betätige, ist, glaube ich, gelb. Wenn mich alles täuscht. Schalter ist nämlich, glaube ich, gelb. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß nicht mehr. Leute, es ist 3 Uhr früh. Es ist 3 Uhr früh und ich bin noch wach. Let's play. Da vorne Grund. Ich habe mich heute um 3 Uhr mal hingelegt. Ja. Und ich habe geschlafen bis 6. Nee, Schmarrn. Ja, kurz vor 6 habe ich geschlafen. Und da habe ich nochmal aufgewacht, ja. Da bin ich dann eingeschlafen um 6 und dann habe ich um 9 geschlafen. Bin ich um 9 abends aufgestanden, ja. Deshalb bin ich jetzt hellwach. Also total scheiße jetzt. Und mit den Pferden wird es ein bisschen schneller. Also ich werde das jetzt durchmachen. Und zwar mit viel. Könnte, ja, das müsste ich sowieso machen. Ach, verdammt. Man hat nicht. Da ist so ein Geist sehen. Und schieß ihn ab. Ja, hat keinen Sinn, weil eine Flasche braucht, zu fangen. Ja, ich hab den gehört, Leute. Jetzt wecken wir Talon auf. Und dann... Dann geht es weiter. Dann können wir was machen. Und ja. So. Nee, erst muss ich Talon aufwecken. Also Leute, wir machen jetzt den Feuertempel. Marlon, geht es gut, Grumme, Murmel. Tut mir leid, wenn du dir Sorgen machst. So. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Du hast Marlon gerettet? Danke. Dann kann ich ja wieder auf die Farm zurück. So. Das war der erste Streich.
Leute in der Gegend erzählen von einer sagenhaft reichen Familie, die einst hier lebte. Aber die ganze Familie war verflucht, sagt man, wegen ihrer unermesslichen Habsucht. Wer weiß schon, was mit jenen passiert, die von unstillbarer Gier besessen sind. Aha, das kommt gut aus. So. Wir gehen jetzt hier mal hinein. Mal gucken. Haben wir? Die müssen wir noch. Aber die habe ich schon, die habe ich schon gegeben. Dann hilfst du auch mein besseres. Du hilfst auch, ja. Er ist noch verflucht. Den haben wir jetzt. Dann hilfst du auch mal das Buch. Den haben wir auch schon, oder? Ja. Also einen müssen. Zwei müssen wir noch. Zwei Brüder noch. Ah, ich bin doch so. Na egal. Also, den Vater können wir nur befreien, wenn wir... Du hast leider die Struktur zerstört. Da lässt du langsam die Wirkung des Fluss nach. Haben wir meine Kinder, die du gelöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so vieles Kultus wie möglich vernichtet. Du findest sie nur, wenn du in deiner Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich. Also, wenn alles Kultus hat, müssen wir sammeln, dann haben wir wieder einen erlöst. Glaube ich zumindest. So, jetzt müssen wir warten. Müssen wir warten, bis Tag wird. Muss ich gleich werden? Ja. Oder? Nee. Wir müssen Musik spielen. Jetzt muss ich das Huhn geben. Links und darauf. Rechts und darauf, links. Ah, ich sag mal links und mal rechts und mal rechts und mal links, also nicht wundern. Das ist eine gute Gigi, okay. Oh, Kiki sieht ja sehr gesund und fröhlich aus. Es muss eine arge Schlafmütze geweckt haben. Das hast du gut gemacht. Ich werde dir ein sehr seltenes Hündchen mitgeben, wenn du willst. Ich nenne es Henny. Es hat einmal meinem Bruder gehört. Die blauen Federn sehen sehr schön aus. Nicht wahr? Es ist so süß. Seit mein Bruder verschwunden ist, gackert Henny gar nicht mehr. Möchtest du Henny behalten? Ja. Du hast Kiki zurückgegeben und dafür Henny bekommen. Im Gegensatz zu anderen Hühnern kräht Henny selten. So, jetzt müssen wir zum Kukiri-Dorf. Weil dort, wo dieses Horrorkit ist, die die Maske gegeben haben, da sitzt jetzt dieser komische Typ, der nachts immer hier sitzt, wenn man klein ist. Und hier müssen wir, das ist nämlich sein Huhn. Weil... Das ist nämlich der Bruder von dieser Frau, das ist nämlich der Bruder. Und dem müssen wir das Huhn geben. Im Pferd kann man einfach so schnell voran. Wir können, wenn ihr jetzt mal gerne sehen, wir können auf B drücken, dann können wir den Geist abschießen mit dem, während dem Reiten, ja. Zum Beispiel, so wird das gehen, aber ich meine, jetzt kriegen wir eine Flasche dafür. Aber
Ich bin mit den Taschen gut zurechtgekommen. So. Jetzt gehen wir in das Huhn zurück. Diese Wolke, ja, es ist immer dasselbe, immer dasselbe. Tun die geknet, weil dieses geht, das sind auch die Freunde Melder schon, diese Brücke. Deswegen knet das Huhn hier, und hier der Typ sitzt. Haben wir? Das haben wir gemacht, das ist die Pflanze da drin, oder? Ja, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. So. Hier lang. Hier sitzt er. Seht ihr? Hier sitzt er. Hallo? Er reagiert nicht. Er scheint zu schlafen. Henny, was? Ich dachte nur, ein netter Mensch wie ich kann nicht zähmen. Nett? Nett? Ja, nett? Ja, klar. Was bedeutet, du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt, ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Bring dies hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko. Doch lass dir nicht zu viel Zeit, denn sonst löst es sich auch. Ja. Gut. Der Schlimmpilz. So ein frischer Pilz fault sehr schnell. Also bin ich nach zum Hexen in Kakariko. Jetzt habe ich 3 Minuten. Das ist so. Ich dürfte mich hier nicht beamen. Wenn ich mich hier irgendwie beamen würde, nach Kakariko zum Beispiel, zieht er vorbei. Also. Irgendwo muss ich ja was zum Hinterseher bringen. Und da darf ich mich dann nicht teleportieren. So, ich habe hier mein Pferd stehen lassen. Das war Absicht. Ja, ich komme schon. Auf, links steig auf. Aufsteigen, ja, komm. Ich habe damals beim ersten Versuch habe ich es dann geschafft gleich. Als ich gespielt habe, habe ich es am ersten Versuch gleich geschafft, das Schwert zu bekommen. Diese Kekse gibt uns dann einen Pilz, eine Mixtur, und die müssen wir wieder zurückbringen. Nee, herab, komm. So. Ich habe den Locker schon da. Ja, das machen wir jetzt einfach, die Zwischenquest. So. Jetzt hier rein. Magila, bis morgen früh geschlossen. Scheiße! Ich brauche Tag, ich muss Tag machen. Links unter, rechts unter rauf. Ich komme sonst nicht hin zum nächsten Laden, ich muss da durchgehen. Ach nee, jetzt muss ich, nee. Leute, das wird knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Ich hab Pech am Hau des Gun. Wenn wir das Pech haben, hauen wir es nicht mehr hin. Wenn es auch knapp ist, ist das nämlich die Quest verloren. Kann den ganzen Scheiß nochmal machen.
Hier durch. Hier hinter. Hier runter. Hier rauf. Hier rein. Schnüffe. Welch ein seltsamer Duft. Du musst ja das gefunden haben. Dieser tauge nichts. Er musste unbedingt in den Wald gehen. Hm, ich verstehe. Hey, gib das sofort her. Ja. Wenn du den Dummkopf siehst, dann gib ihm dies. Es ist die stärkste Medizin, die ich je gebraut habe. Aber sie wirkt nicht bei jedem. Der Modertrank ist bestimmt nützlich. Geh doch mal in die verlorenen Wälder. Es heißt, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das ist wahr. Gut, das ist jetzt keine Zeit. Leute, wir machen einen kurzen Schnitt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und wir machen durch die Quest weiter, bis wir das Glück im Chat haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!